Ich glaube, wenn ich einmal einen Lotto 6er mache, kaufe ich mir einen Dampflok. Da kaufe ich mir ein Haus und im Garten stelle ich mir einen Dampflok. Ich bin der Roland Spötlin, seit dem vierten Lebensjahr blind. Fotografiere hobbymäßig ein bisschen und da kommen natürlich auch Züge ins Beuteschema, sage ich jetzt einmal. Mögen tue ich die Züge seit der Kindheit. Also ich bin eigentlich mit der Eisenbahn aufgewachsen. Weil der Opa und ich hatten eine Eisenbahn zu Hause. Gerade nach meiner Erblindung war das natürlich irrsinnig super, wo du dann diese Loken und Waggone, die man früher gesehen hat, auch einmal wirklich so in die Hand bekommen hat. Und in dem Moment, wo du das angreifen kannst, hast du natürlich dann dementsprechend auch ein bisschen eine Vorstellung. Du hast eigentlich nie die Erinnerung und quasi den Kontakt dazu verloren. Servus! Ja, ich sieg dich eh! Mir gefällt in der Hinsicht alles. Also mir gefällt das Wegfahren, mir gefällt das Heimkommen. Ja, natürlich ist es auch Gehör. Klar, ich meine, bei einem Zug oder was, wenn der einfährt oder was, höre ich natürlich, woher der kommt. Ja, man könnte sagen, so ein bisschen wie ein Jager. Wilderer. Da hat es vielleicht eher treffen, ja. Ich bin eher der Typ, der dann vielleicht sagt, ich mache 2 oder 3 Fotos und da funktioniert dann meistens irgendein Foto. Es ist so, dass sehr viele Leute auf diese Wahnsinnsidee verfallen. In dem Moment, wo du eine Behinderung hast, dann musst du daheim sitzen und musst darauf warten, dass du Eier legst. Ja? Und ich weigere mich eigentlich, das zu tun, weil ich einfach nur ein paar Fotos brauche.